Denn du bist eine Bereicherung für die TGE 1, TG13. Oh mein Gott, nein! Du hast bewundernswerte Augen und Haare. Okay, okay. Kann ich ganz gut warten? Bleib so, wie du bist. Bleib so, wie du bist, denn so bist du super. Liebe Grüße von der coolsten Sekretärin. I love you, bro. Handschriftliche nicht, nein. Selbst über Facebook schreiben wir nicht mehr. Also wir schreiben eigentlich nur noch über WhatsApp. Eigentlich nicht mehr. Also ich habe noch nie mein ganzes Leben einen Brief geschrieben, außer jetzt das. Nee, eigentlich gar nicht. Ja, wenn man eine Bewerbung oder so schreibt, dann schon. Um ehrlich zu sein? Nein. Ich schreibe immer wieder mal einen Brief. Ich finde, Briefe sind persönlicher. Da macht einer sich auch viel mehr Mühe dabei. Also man spürt dann, dass es so von der Person kommt, weil es dann mehr persönlicher ist. Dann freut man sich auch mehr, finde ich. Ich glaube, ein Brief ist viel schöner, weil da, glaube ich, steckt auch viel mehr drin. Und dadurch, dass es ja schon ein Umschlag ist, ist es auch eine größere Überraschung. Man schreibt ja häufig so Briefe in Mailform oder so. Aber wenn es eben persönlich werden soll, dann schreibe ich tatsächlich auch ganz gerne mal einen Brief. Ja, also ein Brief ist halt schon was anderes, wie wenn man so eine WhatsApp-Nachricht bekommt, weil das ist sowas irgendwie, das kann man so anfassen und aufheben und nicht so einfach nur so digital. Das Gefühl würde gehen, irgendwie. Also bei WhatsApp hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass nach einer Nachricht, boah, Alter, das wäre eine Message und so. Man hat so vor sich und es ist halt einfach ein anderes Gefühl, das einfach so auszupacken und da mit Hand geschrieben zu sehen, als jetzt einfach übers Handy. Beim Brief ist es eher was Persönliches, da schreibst du mehr als SMS oder am Handy. Das wäre ich das gleiche Gefühl jetzt, es ist viel besser, also viel intensiver, emotionaler. Von meinem Bruder, als der im Ausland war. Also der ist bei der Bundeswehr und war dann im Ausland und hat mir dann einen Brief geschrieben. Ja, und den behalte ich immer noch zu Hause. So Postkarten oder Geburtstagskarten von meiner Oma oder halt von der Familie, weil es ist einfach Familie oder von Freunden, weil die Zeit vergeht dann trotzdem, aber die Briefe bleiben und es ist einfach eine schöne Erinnerung, finde ich. Hauptsächlich Liebesbriefe. Im Zeltlager und da haben mir meine Eltern einen Brief geschrieben und den habe ich immer noch aufgehoben, weil er mich da in dem Moment so glücklich gemacht hat. Ich habe tatsächlich einen Brief von meiner Schwester noch behalten, den sie mir geschrieben hat, als mein Hamster gestorben ist. Zur Geburt hat mein Patenonkel mir, glaube ich, irgendwas geschrieben. Das hat meine Mama dann auch für mich aufgehoben, also so Sachen. Natürlich. Ich habe einen Brief bekommen, den hebe ich auf. Okay, ich habe aber vom DM einen Brief bekommen. Ja, auf jeden Fall. Der gefällt mir zu sehr. Ich würde jetzt das auch verstecken. Ich später dann auch noch mich daran erinnern kann. Ich bin jemand, ich sammle ganz viele so Erinnerungssachen und der wird auch auf jeden Fall in meine Erinnerungsbox kommen. Ich will es behalten, es ist absolut schön, sowas zu lesen. Ja, kommt auch in meine Erinnerungskiste. Ja, ich werde ihn auch aufheben, auf jeden Fall. Der ist voll süß. Also es hat Spaß gemacht, ja, ich würde gerne nochmal einen bekommen. Es war toll, schön, ein sehr schönes Gefühl. Wieso, ich fühle mich eigentlich voll gut. Mit Briefen assoziiert man mittlerweile auch nicht mehr so schöne Sachen, wie zum Beispiel von der Bank einen Brief oder du musst selber einen Brief schreiben, wo du total seriös rüberkommen sollst. Und das ist mal was ganz anderes, was man total vergisst.